Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Staxel. Ach, ist ein schöner Tag heute, ne? Ich kann schön durch mein Dach gucken, ist wahrscheinlich ein Glasdach oder so. Der Boden ist Gott sei Dank nicht feucht, wenn es hier mal regnet oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen hier mal ein Dach machen. Habe ich das schon mal erwähnt? Wir müssten mal ein Dach machen. Was machen wir heute? Wir haben letztes Mal bei der Werkstatt angefangen, ne? Sollen wir die Werkstatt zu Ende machen? Ich weiß es nicht. Wenn wir heute natürlich erstmal die Hühnerrunde haben. Was denn? Jetzt ziert euch nicht so wie die Zicke Milcheimer, ja? Schön streich. Ja, du kriegst ja auch deine Streicheleinheit. Wer bist denn du überhaupt? Schrambel. Schrambelweiß. Alles klar. Ihr. Was ist denn das hier für eine Hühnerfarm geworden? Ja, mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Komm, hier noch ein Huhn. Ich finde, wir übertreiben. Ich bin mir nicht sicher, aber. Verliere hier ein bisschen den Überblick. Habe ich dich schon? Du alter fetter Fasan. Agnes. Naja. Gut, sammeln wir mal ein. Habt ihr genug zu fressen? Seid ihr alle glücklich? Kann ich irgendwas für euch tun? Eine braune Feder noch aufnehmen. Wir können noch mal einmal hier Futter nachwerfen. Sekunde. So, Futterspender ist leer. Ja, dann machen wir ihn voll. Haben wir alles? Weiß ich gar nicht. Wie viel haben wir denn? 6 Eier, 3 Federn. Alles klar, das hört sich wie eine gute Ausbeute an. Dann gucken wir mal eben hier oben. Den Hund haben wir schon gekuschelt. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Hier ist Irrnisch, noch super. Ich lassen wir mal da. Jetzt gehen wir zu dem nächsten tierischen Begleitern. Da haben wir einmal die Dorothee und das Babs, das Fette. So. Muss immer aufpassen, ich würde gerne den Nachnamen sagen, aber das darf ich ja nicht. Ich will ja keinen beleidigen. Guck mal, da ist Speckstreifen. So, freigeschaltet. Ist unser erster Speck. Ja, ihr seht, ich habe das Ding ja, aber das habt ihr ja in der letzten Folge gesehen. Ihr verfolgt dieses Let's Play ja so. Was ist denn mit Schaf hier? Nee, doch, du bist... Ziege bist du nicht scharf. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe gehört, wir können dich melken. Melken wir. Geht. Na, da haben wir Schafsmilch. Die müssen wir noch unterbringen. Jetzt holen wir uns noch die fette Kuhmilch. Viola ist natürlich wieder mit Fressen beschäftigt. Ja, schön. Hast du leer gemacht. 1A. Super gemacht. Und ich durfte, man darf das wieder aufbauen, ne? Toll. So. Ja. Du weißt, immer erstmal den Rücken runterscheren. Lass dich nicht von der Kuh schubsen und tut nicht so, als wenn es hier eng wäre. Dann haben wir alles. Komm, dann füllen wir mal eben auf. Hier hat ja wieder jemand leer gefressen. Super. Und dann können wir mal was weglegen. Ja, was haben wir denn? Was ist das? Z wie Ziegenmilch? Das ist gut. Zucker. Wasser. Zuckerbraun, den müssen wir mal drehen. Und dann kommt hier Zuckerweiß hin. Alles klar. Was machen wir denn mit dem Speck? Ist ja eigentlich auch was Tierisches, aber das hier ist voll. Weil der müsste hier irgendwo hin, ne? Sirup, Speck, der käme dazwischen. Machen wir den da hin? Bricht ein bisschen unsere Regel, ne? Oder teilen wir das auf in tierisch? Was haben wir denn? Wir haben Honig, Milch, Ziegenmilch und Eier. Das wären die tierischen Sachen, ne? Federn. Ja, da weiß ich überhaupt nicht, was ich damit soll. Wir haben übrigens wieder Eier. Ach, ne. Habt ihr ein Lösungssystem für mich? Ich weiß es nicht. Meine Regale hätten wir ja eigentlich... Naja, so viele Regale haben wir gar nicht. Wir könnten natürlich sagen, wir nehmen die tierischen Produkte. Also dann hätten wir hier das, was gekauft werden kann. Ne? Und dann hätten wir H wie Honig. Müsste doch passen, ne? M wie Milch. Wo hast denn die jetzt wieder hingelegt? Hallo? Ach, wir hatten noch Milch über. Genau. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Milch, Sahne, Salz, Sirup, Wasser, Ziegenmilch. Und Speck. Das wären die Sachen, die von Tieren kommen, ne? Korrekt? Korrekt. Und die Eier. Aber die sind ja eh alle gesondert. Richtig gedacht, ne? Ja,
Komm, wir lassen mal die Lücken da drin. Sieht noch nicht gut aus, aber wir lassen sie mal drin und gucken mal, was passiert. So, okay. Dann gehen wir mal eben rüber ins Haus. Da haben wir Federn, hier haben wir die Kacke und hier haben wir die Wolle. Tja. Wir können ja mal miteinander reden, aber wir sind ja schon fest befreundet, ne? Da, super. Ja, gibt es da hinten einen Gele-Stern? Ich sehe keinen Gele-Stern. Da ist noch ein bisschen Kacke. Ist ein Schmetterling, aber ich sehe. Doch, da ist er doch. Ach, klar. Ich habe am falschen Baum geguckt. Ihr kennt das. Ja, habt ihr schon einen Kommentar hinterlassen? Ich hatte noch irgendeine Frage, hatte ich doch gehabt, ne? Welche Frage habe ich denn gehabt? Gerade hatte ich die Frage auch noch im Kopf, aber jetzt ist sie durch den Gelee-Stern schon wieder weg. Möchte jemand mein Gehirn haben? Ist ein bisschen löchrig. Ich brauch's nicht mehr. Es hilft mir ja nicht. Hier unten wollten wir bauen. Ich hatte doch noch irgendeine Frage. Die hatte ich auch schon formuliert und gestellt. Ich habe nur noch keine Antwort bekommen. Nee, wobei, ich nehme ja für heute auf. Also, es hat mir die Frage keiner bei den letzten Staxel-Folgen beantwortet. Geht doch nicht. Meinst du, ich komme jetzt nochmal auf die Frage? Guckt euch doch nochmal alle letzten Staxel-Folgen an. Ihr da draußen. Alle. Und dann beantwortet nochmal die Fragen, wenn sie nicht schon beantwortet wurden. Muss, ne? So, wie kriegt man billig Klicks? Genau so. Richtig. Hier wollten wir irgendwas pflanzen, habe ich das Gefühl. Wie viel haben wir denn noch? 14 Tage Frühling. Oh yeah. Ja, das ist halt, ne? Wenn du nicht am Stück aufnimmst, ne? Bist du sofort raus aus der Nummer. So, dann wurde gesagt, ich soll hier Wege drumherum machen, dann wächst das nicht mehr zu. Gefällt mir persönlich aber nicht. Sollen wir die goldenen Sachen sammeln? Ja, die könnten wir eigentlich, ne? Könnten wir eigentlich machen, oder? Und dann machen wir ein Feld mit goldenen Sachen. Weil die müssten ja alle Frühling sein, ne? Jawohl, wächst Frühling, Sommer, Herbst, wächst Frühling, Sommer und wächst Frühling, Herbst, Winter. Okay, dann pflanzen wir die schon mal. Hier ist Platz. Dann machen wir hier den goldenen Streifen. In der goldene Streifen. Was? Oh, ne, solange nicht braun ist, ne? Was? Wusel. Was haben wir denn noch wenig? Aber kommt, ne? Kartoffelsamen. Also wir können Salat noch mal nehmen. Und dann machen wir hier Salatfeld raus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 1, 2, 3. Der ist nämlich zugewachsen. Hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So. Gurken. Und dann nehmen wir einfach noch. Nee, das war Salat. Kartoffeln reichen nicht, ne? Wir hätten zu wenig Kartoffelsamen. Komm, dann nehmen wir einfach noch Gurken hier. Was soll denn der Geiz, weißt du? So, hier muss noch einer freigeschaufelt werden und dann sieht das. Der muss noch freigeschaufelt werden. Und dann sieht das doch gut aus. Drei. So. Dann haben wir die Feldarbeit auch gemacht, weißt du? Dann hoffen wir, dass alles hier nass wird. Eigentlich müsste es ja wegen des Sprenglers, ne? Früh genug ist ja noch. So, haben wir alles und perfekt. Die Bäume wachsen. Sehr gut. Die brauchen noch ein bisschen, aber die Bäume sehen gut aus. Die brauchen noch ein bisschen. Also, sieht doch wirklich wie ein Feld aus. Also, das finde ich, haben wir richtig gut hingekriegt. Kann man nicht anders sagen. Dann nehmen wir uns mal das. Dann nehmen wir uns mal das. Machen wir mal Bienen, ne? Mal gucken, wie weit unsere Bienen schon sind. Früher konnte man hier schön durch.
Aber okay. Die müssten ja alle fertig sein, ne? Bienenhonig ist verfügbar. Und das ist jetzt natürlich eine ganz anstrengende Geschichte. Und ihr wisst, an der Stelle werde ich immer sehr ruhig und versuche euch durch eine ruhige Stimme die Chance zu geben, zu entspannen. Denn meine Let's Plays sollen auf der einen Seite euch unterhalten, vielleicht auch mal informieren, wenn ich etwas finde, was ihr vielleicht noch nicht gefunden habt. Und vor allem dafür sorgen, dass euch der Alltagsstress, die 15 bis 30 Minuten, die so ein Video in der Regel lang ist, verlässt, ihr zur Ruhe kommt, die vielleicht schlechten Vibes, die euch an diesem Tag erreicht haben, einfach mal verlassen und ihr Frieden und Ruhe findet. Schauen noch mal eben. Ist klar. Und jetzt lutschen wir uns den Honig hier raus. Vorsicht, Hund, lass dich nicht stechen. Das sind sehr aggressive Bienen. Das sind eurasierte, afrikanisierte Killerbienen oder so. Ganz schlimme Rasse. So. Ja, in 3 Tagen können die meisten, einige erst in 4 Tagen. Ist aber okay, damit kann ich leben. Dann bringen wir mal eben ganz schön Fläche hier, ne? Boah. Honig. Ja, den haben wir ja hier vorne, genau, den haben wir ja schon umgefüllt. Und dann, sind wir eigentlich schon wieder 11, 12 Minuten haben wir schon wieder. So. Wollen wir die Gläser hingelegt, dann machen wir das doch einfach hier so hin. Ne? Ja, ist nicht die richtige Position, aber. Ach, alles wird schön. So, hallo Katze. Ja, brauchst nicht abhauen. Das kriegst ja eh nicht, du bist ja gefangen. Ja, Tag ist schon wieder rum, ne? Haben wir wieder gut hingekriegt hier. Naja, gut, aber was willst du machen? Wir haben es ja nicht eilig, oder? Meine, ich habe ja immer noch Ideen für Staxel, die sind auch nicht weg, aber ich habe halt auch Ideen für Grounded, die sind auch nicht weg. Und ich habe auch noch so ganz viele andere Ideen, die sind auch nicht weg. Und überhaupt ist alles nicht weg. Hi! Ja, nee, ja, du hast nicht meine Größe, weißt du? Sachen sind super, aber du hast nicht meine Größe. So, ach so, richtig, Mondteleporter, das war die Frage. Wisst ihr, wo ich meinen Mondteleporter hingebaut habe? Ich hatte doch noch einen, oder nicht? Doch, doch, ich hatte noch einen. Ich bin mir sicher, ich hatte noch einen. Was ist denn hier wieder los? Morell! Einen Moment, Vetterpie, könntest du mir einen Gefallen tun und diesen gelben Brieflieferung zu Ria bringen? Ja, kann ich machen, wa? Ausgezeichnet, Dankeschön. Ja, danke. Live? Was ist mit der Miete? Ach, du bist doch bescheuert. Ivloren, wo wollen? Live, hast du noch frische Gläser bekommen? Sehr gut, ich kaufe mal 100 Stück, ne? Was möchtest du? Mir die Miete geben? Ja. An mich hast du Briefe geschrieben. Was willst du? Nein. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ui, böser Live. Ria, sagt sie. An Ria. Die war noch bei mir auf dem Grundstück. Ist sie noch bei mir auf dem Grundstück? Wieso kommt sie gerade? Ria, ich habe einen Brief für dich. Allerdings keinen blauen, sondern gelben. Ja. Ist für dich. Wollen-Verwandlungstrank. Ja, den habe ich gebraucht. Danke. Ja, man soll ja nicht so unhöflich sein. Wollen, ich kann mich in Wollen verwandeln. Gut, heute habe ich da auch keine Zeit für, ne? Diese Steine zu machen, da diese mal zu polischen. Ich müsste heute in Minecraft mich noch für die morgige Sache vorbereiten. Worlen. Ria, Wren, Worlen. So. Brauchen wir eigentlich noch irgendwas von diesen Teleporterinseln? Ja, hi. Noch mal eben da drüben hin.
Brief haben wir ja pünktlich abgegeben. Hast du noch irgendwelche Punkte für mich oder so? Du polierst. Dann polier dir mal ein. Hallo Rem. Gibt es etwas, was dir gefällt? Wenn nicht, werde ich an einem anderen Tag irgendwas finden. Ja, dieser Teleporter, wie gesagt, wäre schön. Das habe ich alles, glaube ich, schon. Rhabarber-Konfitüre-Rezept, auch sehr schön. Mondgras, Artischocken und Trauben. Ne, die habe ich mir, glaube ich, schon geholt. Ne, du hast nichts für mich. Ne, was wir nochmal eben machen könnten, die Zeit haben wir noch. Auch wenn wir schon wieder bei 15 Minuten sind, aber heute war ja auch nicht so wahnsinnig viel los. Was machst du bei mir in der Nähe des Grundstücks? Willst du hier irgendwas verzaubern? Keine Pilze pflanzen, die müsste ich töten. Ne, wir können mal eben hier noch, weißt du? So, die Oxelboy, das hier, das, 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 sowas hier und sowas. Das sind ja alles Dinge, die wir nicht brauchen. Dann schmeißen wir die einfach darüber. Dafür habe ich doch mein Auslagerungslager, weißt du? Ausgelagertes Lager. So. Hi, ich hätte dich ansprechen können, aber ich kann es auch lassen. Weil wir müssen ja auch noch die Dinger finden. So, ich räume das mal eben ein. Und dann haben wir die Sachen auch raus und dann können wir so langsam, ne? Ich würde es gerne mal am Stück aufnehmen, aber ich habe ehrlich viel zu wenig Licht hier drin. Kann man Licht cheaten? Wo habe ich denn, wo kann ich denn, hier sind diese Briefe. Dann legen wir doch mal die Socken hier rein. So. Dann legen wir die Voxelboys daneben. Hasenhandy und das. Den Briefkasten können wir hier irgendwo hinlegen. Ein Hasenhandy legen wir mal hier unten rein. Rot, gelb, grün. Gelb. Wollen wir es mal wieder alphabetisiert machen? Könnte man denn so einen Briefkasten hinlegen? Vielleicht hier. Rot. Ach, grün haben wir doch gar nicht. Blau. Pink, blau-gelb, genau. Und das ist gelbes Hasenhandy. Das müsste dann ja korrekterweise hier hin, ne? Vielleicht kriegen wir ja noch andersfarbige. Gut, dann haben wir das, dann haben wir das. Ich sortiere den Rest nochmal eben ein und wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns gerne zu einer neuen Folge von Staxel, die hoffentlich pünktlich am Montag um 14 Uhr kommt. Diese kommt vielleicht ein paar Minuten später, die muss ich nämlich jetzt noch schneiden und rendern. Also kurz nach 14 Uhr kommt diese Folge hier hoch. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, gerne wieder. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, sie war ja relativ ruhig, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Also macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao. Und übrigens, wenn ihr wisst, wo ich den Mondteleporter habe, ne, dann sagt doch mal eben schnell Bescheid. Bis dahin, tschüssi.